Hallo und herzlich willkommen zum neuen kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal als Live-LP. Nehmen wir das auf Twitch auf, ihr könntet dann später auf Steam und auch auf YouTube sehen. Ah, ich bin ein bisschen nervös, also genau genommen pisse ich mich voll ein. Ich habe irgendwie voll Bock auf dieses verdammte Spiel von diesen Crazy-Machern Storm in a Teacup. Und bin ziemlich gespannt auf Nikola Tesla, die Helios und unsere Protagonistin. So, und jetzt, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, will ich sagen, halt die Klappe, alter Mann, mach einfach ein neues Spiel an und leg los. Das Einzige, was du wirklich kannst, ist zocken. Also halt die Klappe und zock. Aua, das war laut. Die Helios ist ein technologisches Wunderwerk und das größte Schiff, das je in See gestochen ist. Die besten Wissenschaftler der Welt kommen hier zusammen, um den technologischen Fortschritt der Menschheit voranzutreiben. Ada Archer, jüngere Schwester von Rose Archer und eine brillante Physikerin. Leider konnte ich das nicht mehr lesen. Jetzt sind wir im Prolog. Die brillante Ada. Drücke Dings, um zu beginnen. Ich drücke A, um zu beginnen. Meine geliebte Schwester, ich habe dich plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Dafür und für alles, was noch kommt, entschuldige ich mich. Als ich an Bord der Helios gegangen bin, wusste ich nicht, was passieren würde. Ich wusste nur, dass meine Forschungen die einzige Möglichkeit versprechen, die Welt zu verändern. Und das haben wir getan. Nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Bisher nicht. Ich will dir nun alles erklären, damit du siehst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Meine große Schwester, du hast immer versucht, mich zu beschützen. Aber es sollte nicht sein. Nun bin ich an der Reihe, dich zu beschützen. Wenn auch nur, damit die Dinge sich so entwickeln, wie es sein soll. Zeitmangel und unsere Aufgaben haben uns voneinander ferngehalten. Aber das wird sich ändern. Wir brauchen dich hier auf der Helios, bei mir. Ich habe einen Empfänger beigelegt. Wie der Name schon sagt, kann er Signale empfangen, mit denen wir kommunizieren werden. Ich weiß, im Moment scheint alles keinen Sinn zu ergeben. Aber ich weiß auch, dass du dein Versprechen halten wirst. Ich liebe dich. Deine Schwester Ada. Ziemlich wenige Details, Ada. Du verschwindest heimlich und jetzt brauchst du mich an Bord der Helios? Moment. So geht das nicht, liebe Freunde. Warte mal. Oh, ich mag es, wenn Spiele so unfertig nach so langer Zeit rauskommen, Freunde. Pass mal auf, wir gehen noch leiser. Noch leiser. Geh noch ein bisschen leiser. So. Wuhuhuhuhuhu. Und damit nochmal willkommen auf der Helios. Sie hat einen Empfänger gebaut, mit dem wir kommunizieren können. What? Dann da drüben können wir interagieren. Ihr auch. So, mit A springen wir. Die Helios, fünfte Wunder der Welt, untersuchen. Helios, ein Triumph des Ingenieurwissens, Wesens, wissenschaftlichen Fortschritt. Treten Sie dem Helios-Team bei, bewerben Sie sich bei Ihrem örtlichen, was? Wardenclyffe, bei Ihrer örtlichen Wardenclyffe-Niederlassung. Okay, alles klar. Muss mich erstmal damit vertraut machen, wie die Leute ihr heißen könnten. Könnten ja auch Schmitz, Rose oder Runden heißen. Heftig. Irgendwie mag ich das jetzt schon. Okay. Wir haben also eine nicht allzu große Kabine, würde ich mal so sagen. Bei euch ruckelt's. Naja, das ist unangenehm. Warte mal. So. Das dürfte besser gehen. Puh. Hier auf dem Tisch können wir nichts anderes mehr erledigen. Wir haben die verschiedensten Sachen, die uns in irgendeine crazy Zeit schmeißen. Wir haben Schiedwetter vor, draußen vor dem Fenster. So, läuft alles besser, ne? Okay. Meinst du, da fehlt jetzt ein Stück von der Einführung? Ja, das könnte sein.
muss mir aber in diesem Moment wirklich immer Wurst sein, aber das ging nicht mehr. Oh, Freunde, mir ist so die Birne geplatzt. Okay, außer dunkel. An die ich kaputten... Ich hoffe, das Andocken funktioniert besser als diese automatischen Durchsagen. Wollte ich auch gerade sagen. Mächtig an die Hologramme von Lex the Dark Zone. Betreten Sie die Beobachtungskabine und beginnen Sie mit dem Andocken. Warum soll ich das denn machen? Hey, bin ich hier der Service-Captain? Ich meine, der Captain oder was? Service habe ich nur gerade gelesen. Sea Waves, Conversion Room by Radio Waves. Aha. Ja, ich meine, Wasser beeinflusst Radiowellen. Das ist schon okay. Untersuchen. Zeitung Le Petit Parisien. Britische Marine auf der Suche nach Helios. Angebliche Entführung prominenten britischen Mathematikers hält Welt in Atem. Premierminister verlangt Herausgabe. Warden Clive weist Vorwurf zurück. Behauptet, Maxwell sei freiwillig. Ah, Maxwell. Kennen wir nur noch als Musikkassetten, Maxwell. Sei freiwillig beigetreten. Internationale Gruppen von Diplomaten versammelten sich, um wachsendem Druck entgegenzusteuern oder gegenzusteuern. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, ihr Lieben. Nein? Du. Gehen wir mal in die Grafik rein. Ob das jetzt so viel gebracht hat? Egal. Das sind immer so die Anfänge in einem Game. Das ist schade, dass man dann da erstmal so ein bisschen rausgerissen wird. Aber okay. Hübsch gemacht, wenig zum Interagieren. Cool. Helios, Eroberung neuer wissenschaftlicher Gebiete unter der Leitung von Nikola Tesla persönlich. Forschen und erfinden ohne finanzielle oder politische Einschränkungen. Das hört sich alles so für alle Leute, die auch schon mal... Rapture, wie hieß das? Bioshock, ne? Für die Leute, die schon mal Bioshock gespielt haben oder gerne Eureka gesehen haben, die Fernsehserie, das hört sich alles danach an. Alle Wissenschaftler vereinen irgendwie unter einem Dach und dann wird eine neue Welt gegründet, wisst ihr? Kam ja auch schon, ich glaube, in GoldenEye oder der Mann mit dem goldenen Revolver oder irgend so ein Scheiß oder Moonraker. In jedem James Bond kommt das eigentlich so vor. Aber ich will gar nicht da raus, aber bei so einem Schiedwetter. Jetzt sollen wir mit dem Undock-Vorgang beginnen, verstehst du? Wir sind Passagier auf dem Schiff hier. Wir sind kein Captain. Aber wie cool. Da dampft es kurz, wenn man die aufmacht und zu. Das ist echt schön. Okay. Wir also keinen direkten Zugang zu diesem Bereich hier. Ist das also quasi Backstage, ja? Boah, cool. Entschuldigt, aber ihr kennt mich, ich muss... Wer ist da drüben? Die Titanic zufälligerweise? Nein, der hat aber drei Schornsteine, ne, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Das wäre die andere Türseite gewesen, kann das sein? Türe gewesen. Ah, okay. Kein Plan, wo wir sind, aber wir sind auf der anderen Seite. Das Helios Grand Theater. Großartige Unterhaltung für großartige Menschen. Können wir das nicht einstecken? Nee. Okay. Ja, ne, dürfen wir jetzt hier wieder auf der anderen Seite rauskommen, ne? Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall unterwegs sind zu dieser Helios, zu diesem Schiff. Vielleicht ist das ja da drüben das Schiff, das wir da gerade aus der Entfernung sehen. Und
Unsere Schwester hat uns die Möglichkeit eröffnet, irgendwie ja, als investigative Journalistin irgendwie mal so nach dem Rechten zu sehen. Gerade wenn da jetzt so Vorwürfe herrschen wie Entführung von Maxwell. Wie hieß der eigentlich mit Vornamen? William? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, ja, ich bin am Ziel vorbei. Ja, ja, ich weiß, ihr Lieben. Aber ihr kennt mich doch. Alter, als hätten sie die Plakette selber angebracht, verstehst du? Und nochmal hochglanzpoliert. So schön ist das gemacht. Echt cool. So, können wir uns hier nicht hinsetzen? Ich würde gerne ein bisschen das abendliche Spektakel genießen. Ich denke, ich habe genug getrödelt. Können wir mal... Brands, du kümmerst, Junge. Aha. Damit wir die... Wow. Undock-Prozedur einleiten, sollen wir den Button drücken. Normalerweise spiele ich Spiele an, bei denen man besser keinen Button drückt. Ist das schön gemacht. So. Wollen wir mal den Button drücken. Da werden wir wohl automatisch eingeführt, geleitet, eingeführt oder so. Keine Ahnung. Oh, Storm in a Teacup Presence. Schön, 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 schön. Was ist denn das für ein Riesending? Was ist denn das für ein Riesending? Besucher und Neuankömmlinge verlieren an Bord der Helios aufgrund ihrer schieren Größe auf die Orientierung. Daher finden sich in allen wichtigen Schiffsbereichen leicht verständliche Karten. Schön. Kapitel 1. Die Grenze des Hermes. Hermes waren Bote in der griechischen Sage, sagt man immer so, die Mythologie, aber Hermes war eigentlich noch ein bisschen mehr, war. Ja, egal. Schaut es selber nach. Gehen Sie an Bord der Helios. Und dann sollen wir mit Ada kommunizieren. Wer ist denn Ada? Bestimmt irgendeine... Okay, wir sind in einem Schiff, Freunde. Nur mal so wohlgemerkt, ne? Ach. Heilige Scheiße, die darf mir jetzt mal... Die darf mir jetzt mal rausrutschen. Lassen wir mal das Blechle weg. Alles geparkte Boote. Riesige Eingangshalle hier. Ein Gebäude im Schiff. Alles klar, Freunde. Und es ist wirklich, also man fühlt sich so ein bisschen nach Rapture versetzt. Ist lange her, dass ich Bioshock gespielt habe. Aber diese gesamte Steampunk-Atmosphäre gefällt mir doch ziemlich gut.
Okay. So, wollen wir nochmal den Steg suchen, dass wir hier von unserem unheiligen kleinen Bötchen runterkommen. Wir wollen ja aufs Große. Ich dachte, die großartige Helias wäre viel belebter. Ich nehme an, Ada hat niemanden über meine Ankunft unterrichtet. Alter, mir platzen gerade schon wieder die Ohren. Wir probieren da nochmal was. Oh, oh, und weg ist der John. So gut kennst du mich. Leute, das ist echt nicht zum Aushalten, Leute. Das ist so crazy. Na, aber das wird bestimmt noch mit einem Day-2-Patch nachgeliefert. Hoffe ich mal. Hört sich auch nicht so an, als hätte er das jetzt schlagartig umgeschaltet, wisst ihr? Ich habe euch das jetzt mal an zwei Stellen hier ein bisschen leiser gemacht. Nur mein Gelaber bleibt laut. Könnt mir sagen, wenn es zu leise wird oder so, aber... So ein bisschen unaufgeräumt hier, Rose. Das fällt dir nicht auf, ja, dass hier keiner unterwegs ist. Das fällt dir auf. Vielleicht sind hier gerade alle einen am Saufen oder ist irgendeine wichtige Besprechung. Ja? Aber wie es hier aussieht, überleg mal. Ziemlich cool. What? Okay. Bam. Also gut. Rauf kommen wir nur, wenn wir was zum Klettern haben. Runter kommen wir immer. Runter kommen wir einfach immer. Die Helias. Ein luxuriöses wissenschaftliches Unterfangen, während der Rest der Welt sich selbst überlassen ist. Ja, ist doch aber immer so. Der Rest der Welt. Wen kümmert der denn schon? Also erstmal ein bisschen umschauen. Oh, wir können sogar reinzoomen. Probier jetzt mal ein bisschen die Knöpfchen aus. Ah, Hauptziel. Gehen Sie an Bord der Helios und versuchen Sie mit Ada zu kommunizieren. Kapitel 1. Die Grenzen des Hermes. Ich finde das richtig geil, bisher, Freunde. So, hüpfen tut sie mit A. Y macht das Ding da auf. Dann haben wir hier noch Hauptziel ist dasselbe. Hier kommen wir dahin. Auf dem Steuerkreuz haben wir nichts und die beiden anderen machen auch noch nichts. Alles klar. Rennen? Naja gut, mit den hohen Absätzen würde ich auch nicht rennen können. Noch nicht mal gehen, also ich. Meine Vermutung bestätigt sich. Also wir können nicht einfach überall rumklettern. Wir sind mehr oder weniger gefangen. In unserem Körper. Wir sind unsportlich. Alter, ist das cool. So, mal hier ein bisschen umgucken. Eventuell entdecken wir ja noch was. Yeah. Scheint, als müsste ich mich selbst hereinlassen. Das ist gar nicht merkwürdig, ne, Rose, oder? Aha. So schön gemacht, ey. Was haben wir hier? Steckbrief, Profil, die Schiffsratte. Aktiver Spion, isolieren und eliminieren. Okay. Ja, hat auch ein sehr rattiges Gesicht, ne? Lassen wir uns mal selber rein. Okay. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Willkommen auf der Helios. Wir sind Warden, Clive oder so ähnlich und wir präsentieren Ihnen die Ansammlung der weltbesten Wissenschaftler auf einem Fleck der Erde. Auf der Helios, dem größten bisher je erbauten Schiff. Und sowas ist da, was ich meine. Fehlt ein bisschen. Und das ja natürlich im geleierten
kaputten Style, wie eben. Für so Typen wie mich, die sich alles genauer angucken müssen. Aber der Winkel stimmt nicht. Naja, egal. Wollen wir mal nicht drüber streiten, ne? Boah, ist das cool gemacht. Also versteht mich nicht falsch, ich stehe überhaupt nicht auf Pompon Gloria und Gold kannst du dir da hinstecken, wo die Sonne nicht scheint, aber bei solchen Bauten hier, das ist schon echt eindrucksvoll, super cool. Ist das geil. So, hat sich gelohnt, Stream zu Ende, tschüss. Nee, Witz, da drüben haben wir eine Tafel. Wardenclyffe. Eine Firma, die halbe Welt mit Strom versorgt und trotzdem noch nach der anderen Hälfte verlangt. Das ist denn so ein Übersichtsding hier, ne? You are here. Oh, das ist ein... Oh, ei. Also wirklich ein recht großes Schiffchen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das wäre allein hier in dem Ding. Schön. Okay. Okay, 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 okay. Wir werden diese Tür hier öffnen müssen, denke ich. Oder uns durchzwängen? Zweiteres. Oh, was steht da? Quarantäne. Quarantäne? Wo bist du da nur hineingeraten, Ada? Andere Frage. Wo bist du hineingeraten, Rose? Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Close to the Sun von Storm in a Teacup. Ja, die ersten paar Minuten waren jetzt ein wenig anstrengend und verwirrend, weil die Technik nicht so ganz mitspielt und ich hoffe, das wird einfach nachgepatcht. Ich bin aber vom Gesamtaufbau, auch von den Stimmen und so weiter, auch wenn die Lautstärkenverhältnisse und so weiter nicht stimmen, super beeindruckt. Ein bisschen hakelt's hier, ein bisschen hakelt's da, deswegen würde ich vorschlagen, wir würden vielleicht noch ein wenig von der super coolen Grafik heruntergehen, damit mein Rechner das gut schafft und ihr dann wenigstens eine vernünftige so Unterhaltung bekommt, nicht wahr? So, schauen wir mal. Das sieht schon überall etwas besser aus, nur für euch nicht. Nein, Scherz. So, lass mal gucken. Ziemlich dunkel. Wäre schön, wenn wir hier irgendwie einen Sicherungskasten oder einen Hauptschalter finden würden für die Beleuchtung. Und jetzt wird einem auch klar, warum es hier so etwas unordentlich aussieht. Ich denke mal, das war... Also nach einer Panik sieht es bestimmt auch so aus, ne? Alle Klamotten liegen rum, keiner achtet mehr auf irgendwas, wenn es dann die letzten Minuten sind von irgendwas Bösem. Wow. Oh oh. Die Danu. Das ist ein Horrorgame, das muss düster sein. Ja, ist mir doch Wurst, ich will trotzdem eine Lampe. Die denken nie an die alten Zocker wie mich, weißt du? Schon ein bisschen schwach auf Augen. Wir können hier drüber hüpfen. Finde ich aber jetzt etwas uncool. Weil wenn die sich umdrehen würden, wenn, dann hätten wir hier... möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Sweet Valentine. Ah ja. Ich hoffe natürlich, dass es so ein, in Anführungszeichen, Horrorspiel wird wie Soma. Also mit richtig fettem, geilen Story-Hintergrund. Ach, guck. Also werden solche Typen wie mich, die werden also auch noch belohnt hier. Guck mal. Nicholas Ford, Geburtsdatum 11. Oktober 1850, geboren in den USA, Ort der Abreise New York, Aufenthaltszweck Schauspieler, Dauer des Aufenthalts 21 Tage, Passnummer NYPD Blue. Nee, Scherz. Dummer Scherz, aber immerhin. So. Weil Soma wurde ja auch als Horrorspiel angepriesen, ist aber was ganz anderes. Hat zwar so ein bisschen, aber naja. Da hinten waren wir, da haben wir ja so einen Moment gehabt. So ein. Können wir drüber, ja? Okay. Oh,
Unsere Reporterin hatte guten Geschmack, was Klamotten angeht. Okay. So, schauen wir doch mal, ob das jetzt so gehen würde, wenn. Hier ist nochmal so ein Schalter. Ey, 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 was ist hier passiert? Ich meine, irgendwo hat sie ja recht. Ziemlich wenig los hier. Work in the world's most advanced laboratories. Ja, na klar. Ich hoffe einfach mal, dass Winnie hier ihre Acrylfarbe verschüttet hat und den Boden als Leinwand betrachtet. Oder deaktivieren Sie die Sicherheitsüberbrückungsschalter. Diese war nur ein Farbeimer, siehste? Habe ich doch gesagt. So, okay. Ich verliere jetzt schon den Überblick, ne? Hallo? Ist hier jemand? Ich habe schon gegessen. Scheiße. Ich habe Angst, ich gehe zurück. Ich gehe mal erstmal hier zurück und ziehe diesen Schalter da. Au! Alter. Okay. Dann würde ich sagen, biegen wir mal nach links ab. Da haben wir ja noch niemanden gesehen. Das da soll der Aufzug sein. Ah, den müssen wir bestimmt in Stand setzen. Und deswegen sollen wir da irgendwie diese Sicherheitsdingensbummens überbrücken oder so. Das ist schon wieder so ein grünes Ding. Was war das hier? Nee. Was haben wir hier? Nee. Was haben wir da? Ah, Sesam, öffne dich. Okay, gehen wir mal ein Stück weiter. Bum, 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 bum. Okay, aber hier können wir auch noch nicht mal interagieren. Hey, ah, ist das cool. Könnten die Türe schließen? Das wäre dann, wenn wir wirklich mal verfolgt werden. Hier spricht Nikola Tesla. Sofern Sie es nicht bereits bemerkt haben, dieses Schiff steht unter strengster Quarantäne. Niemand darf die Helios betreten oder verlassen. Und trotzdem sind Sie hier. Ein weiterer Spion von Edison, nehme ich an. Egal. Die Fortbewegung auf dem Schiff wurde eingeschränkt. Egal, ob Sie Freund oder Feind sind, passen Sie auf, wo Sie hingehen. Oh, danke für die herzliche Begrüßung. Also, was haben Sie mit meiner Schwester gemacht? Okay, wir bekommen wohl keine Antwort. Das ist wohl keine Gegensprechanlage. Das wäre wohl so eine Monologisierungsanlage. Lustig, da bringen sie natürlich den Wettkampf zwischen, oder die den Konkurrenzkampf zwischen Edison und Tesla zum Ding ins Bummens, weil Edison und unser berühmter, bekannter Erfinder der Glühbirne, der hat eigentlich auf Gleichstrom gesetzt. Und das Problem bei Gleichstrom ist halt, du kannst das nicht allzu verlustfrei über größere Strecken transportieren. Deswegen hat sich auch im Endeffekt nachher die Technologie des Wechselstroms durchgesetzt und die ist von Nikola Tesla. Abteilung für interne Kommunikation. Die Befragung des Forschers Becker hatte einen unmittelbaren Einfluss auf die Anzahl abteilungsübergreifender Gerüchte, die sensible Informationen enthielten. Boah, hier geht's ja nur um das von wegen, der hat von mir abgeschrieben und der hat den verpetzt und so. Hier scheint ja wirklich was an Forschung abzugehen, die geheim gehalten werden sollte. Leider verstummte auch die Quelle um Edisons mutmaßliche Spionage. Wir sind daher bei der Untersuchung, welches Material genau kompromittiert wurde, nicht weitergekommen. Ich beantrage hiermit künftig praxisorientierter vorzugehen, um die dauerhafte Sicherheit der Helios zu gewährleisten. Wir können uns keine weitere Sabotage leisten. Einmal ist genug. Mir ist bewusst, wie unrecht Herr T., wer auch immer das ist, dieser weniger durchdachten Maßnahmen sind, aber manchmal ist es auf die altmodische Art am besten. Ja, so wie in der
In Russland früher noch eine ganze Zeit, da haben sie Schreibmaschinen weiter benutzt, obwohl ja eigentlich alles digitalisiert wurde. Aber nein, die Geheimdienstsachen wurden weiterhin getippt. Ja, vielleicht nicht dumm, ne? Oder? Weiß nicht. Oh, mal tief durchatmen. Ich bin immer noch richtig geflasht. Ich find's schön, dass sie jetzt hier auch noch den alten Konkurrenzkampf zwischen Edison und Tesla einbringen. Edison ist sogar so weit gegangen, weil man ja den Wechselstrom besser zum Töten von Menschen, obwohl das stimmt nicht ganz, so gleich Strom ist tödlicher. Man hat ja auf jeden Fall Wechselstrom verwendet, um den elektrischen Stuhl zu betreiben. Ich muss gleich mal Fenster zumachen hier. Und das Einzige, was Edison dazu einfiel, war dann halt so eine Rufmordkampagne von wegen, hier seht ihr, wie tödlich der Strom von Nikola Tesla ist. So, untersuchen. Edison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Vorbereitung für Gegenklage in Vorbereitung. Vorbereitung für die Gegenklage in Vorbereitung. Warden Clive oder Cliff, ne? Lehnt Stellungnahme ab. Tesla abwesend während Verhandlungen wegen Vorwürfe der Edison-Spionage. Okay, seine Vorwürfe haben halt die Ermittlungen eingeleitet, die dazu führten, dass Edison bestreiten konnte. Ja, das mag ja alles sein. Die beiden hatten es so oder so vor uns. Die kennt ihr denn? Und Nikola Tesla war eigentlich mehr so ein, wie soll ich sagen, ein etwas weltentrückter Herr. Französische Klimatologin Jean Villepreux im Shuttle der Helios gesichtet. Weitere hochkarätige Wissenschaftlerin schließt sich wachsender Helios-Crew an. Sabotageversuch gescheitert, Helios-Shuttle verhindert Kollision. Ich bin mir nicht sicher, was hier abgeht, aber eine Menge Propaganda irgendwie. Weil die Helios, also alles, was mit der Helios zu tun hat, ist super, ist ganz toll, spitze und irgendwie. Ich bin mir nicht sicher. Im Moment sind hier alle ziemlich paranoid, also es kommt hier alles ziemlich paranoid rüber und mit solchen Menschen verkehre ich ungerne. Eigentlich nur so aus 20 Metern Entfernung, wenn möglich. Dem schauen, wir haben hier soweit alles durch, den können wir eigentlich mal hier probieren. Da hinten links wird es wohl nicht gehen, das ist kaputt, da drüben ist eine Tür und wir können nochmal da hoch. Da oben war ich noch nicht. Yeah. Oh, es zischt. Puh, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Da können wir auch noch hoch. Sollten wir machen. Ich meine, in dem Game wird es um nicht viel andere Dinge gehen. Kriegen wir hier einen Kaffee? Ah, das sind Rohrpost-Dinger. Bumm, also E-Mail. Also, ich setze mich mal gerade vernünftig hin, dann können wir weitermachen. Ihre Forschungsergebnisse enthalten den Schlüssel zu allem. Von an. Kryptisch. Für wen war diese Nachricht bestimmt? Okay. War das hier quasi so das E-Mail-Postfach? Oder die E-Mail-Client? Okay. Was haben wir hier? David Bishop, Geburtsdatum 4. Dezember 1890, geboren in England, Ort der Abreise London, Aufenthaltszweck begleiteter Minderjähriger, Dauer des Aufenthalts 7 Tage. Dann ist das so ein Sheldon, ja? Oder warum werden hier auch Kinder gehalten? Heftig, hier haben wir auch noch was rumliegen. Lose Zeitungsseiten. Tesla-Todesstrahl soll Krieg unmöglich machen. Nikola Tesla kündigt an, Weltfrieden durch Drohung vor unermesslichem Schaden zu erzwingen. Neu angekündigte Waffen stehen noch kurz vor dem Verkauf. Nationen der ganzen Welt sammeln schon mal ihr Geld. Teslas Schiffswaffen könnten ganze Flotten vernichten.
Ja, ne. So einer war das auch, der Tesla. Hat gerne mal sowas daher erzählt. Doch gerne mal. Also ich glaube, der war dem Absinth nicht gerade abgeneigt. Hat, glaube ich, auch zum damaligen Club der Haschischians gehört. Also schon ziemlich abgedrehter Typ. Wohingegen Thomas Alva Edison eigentlich sehr bieder war. Witzig, dass sie hier seinen zweiten Vornamen, glaube ich, genommen haben, um ja mit Ada zu reden. Vielleicht vertue aber auch ich mich mal wieder. Aha. Scheiße. Türe könnten wir zumachen. Vapor. Profildampf. Ja, steht ja auch da. Vapor. Nein, Quatsch, da steht Vapor. Das ist eigentlich vaporisieren. Bevorstehende Bedrohung. Bekannte Pseudonyme. Matthias Elis ist, was, Simon Alder? Ernest Hampson, aha. Okay. Das ist also nochmal einer dieser bösen Spione hier an Bord, ja? Warum sind die eigentlich alle da, wenn die alle persönlich ausgesucht werden? Okay, nur noch eins. Ach, das sollte ich machen. Ah, Security Override, stimmt. Wegen dem Fahrstuhl, ne? Da, guck mal. Okay, dann ist das andere bestimmt auf der anderen Seite, wo wir da eben jemanden gesehen haben, wo ich denn vor lauter Schiss in der Buchs erstmal umgedreht bin. Und dann sind wir ja hier gelandet. Zukunft. Okay. Interrogation, was? Okay, also Interimkabine. Sylvia Bishop, Geburtsdatum 8. Juli 1860, geboren in England, London, Kunstausstellung 7 Tage. Oh. Ja. Verdächtiger in der Brick. Jackpot. Infosec hat gerade eine Rohrpost geschickt, die die Daten und Orte bestätigt. Ihr Bauchgefühl hatte recht. Er ist ein Spion von Edison. Es ist wichtig, dass wir alle Informationen von ihm bekommen, aber er will, ob er will oder nicht. Dies ist definitiv ein Code West-West. Oh Gott. Dies ist eine Code West-West-Angelegenheit. Tun Sie, was Sie tun müssen. Also alle ziemlich paranoid gefangen in ihren Rollen. Ich gehe mal davon aus, dass es auch wieder nur Farbe hier unten. Ja, vielleicht war der Eimer aber auch eben kein Farbeimer, sondern einfach ein Eimer voller Blut. Nikola Tesla rekrutiert britischen Geheimdienstler zur Überwachung der Informationssicherheit an Bord der Helios. Ein weiterer hochkarätiger Wissenschaftler schließt sich der ständig wachsenden Helios-Crew an. Sabotageversuche gescheitert. Helios-Shuttle entgeht. Bla bla. Irgendwie muss da immer eine positive Meldung bei sein, ne? Oh. Wir sind Helios. Wir sind viele. Nee, das geht so nicht, Freunde. Ist aber schon irgendwie, also entweder wurde hier jemand infusiniert oder hier wurde jemand einfach verhört und gequält. Mhm. Authorized Personal. Wir können hier irgendwas machen. Wird hier einen Scheiß tun, einfach erstmal losdrehen. Aber ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, oder? Den hatten wir, den Jackpot. Und
stellen mal beide nach oben. Also den lassen wir, den unteren und den oberen drehen wir mal. Dafür hätten wir einfach zu viele Möglichkeiten im Moment. Hier keinen Hinweis, wirklich keinen einen. Okay, pass auf, dann. Ah. So werden also vermeintliche Edison-Spione an Bord der Helios verhört? Warte, ja. Bis mein Herausgeber das erfährt. Das wird er bestimmt nie, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass wir hier von dem Schiff wieder runterkommen. Na, und wenn, dann mit Gehirnwäsche oder so, wisst ihr? So, dann können wir rum in den anderen Raum, ne? Blockiert oder nicht? Aber anscheinend nicht gut. Oh, hier können wir nirgendwo was öffnen. Dann werden wir uns mal hier lang begeben. Wie gesagt, da war ja eben irgendwo irgendwer. Ob wir durch können? Na, wohl eher weniger. Ja. Also dann hat der hier wirklich einen ganz elitären Club irgendwie zusammen. Und die haben sich alle gegenseitig so hoch gehypt. Und irgendwann wurde dann mal klar, hey, was ist denn, wenn, out of order, Gentleman, was ist denn, wenn uns jetzt jemand hier unsere Ideen klaut? Und dann fing das bestimmt an. Na, und dann natürlich noch dieser öffentliche Zwist zwischen Edison und Tesla. Ja, da kann man gute Geschichten spinnen, um die Leute verrückt zu machen. Join him. Take your pills. Take your joy. Ja, schön. Okay. Das lassen wir uns noch über. Dr. Harnix. Komische Namen, verdammte Hacke. Hier ist wieder so ein Rätsel. Schön. Noch besser. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt Ada finden. Ja, später. Nehmen Sie den Aufzug in ein höheres Stockwerk, um wieder mit Ada sprechen zu können. Okay. Neues Collectible eingesammelt. Das sind also Collectibles im Endeffekt. Die ganzen Mitreisenden auf dem Schiff. Vielleicht sind das ja unter anderem auch Kickstarter dabei. Profil armlos, unter Verdacht, Schnellfahragent zu sein. Bestätigende oder entkräftende Beweise finden. Alter Falter, die sind echt alle am Durchdrehen hier. Die sind echt alle am Durchdrehen. Und alle sind ein bisschen überkandidelt. Hüpf. Warum wundert mich das nicht? Okay. Ich bin ein bisschen nervös, aber nur ein ganz klein bisschen.
Dann direkt der Herzschlag von ihr. Oh Gott, ach Gott, ach Gott. Spy Connections. Involvierte Leute. Oh. Okay. You go on. Okay. You go on. Agent missing. First report, second report, third. Na dann. Schade, kommen wir hier nicht drauf. Hätten wir uns mal die Helios als Modell noch ein bisschen besser angucken können. Echt der Hammer. So, hier war auch nichts mehr Großartiges. Den können wir rein theoretisch hier hoch, rechts rum. Die Tür funktioniert auch und die funktioniert jetzt bestimmt auch hier drüben. Das muss ich mal eben überprüfen. Egal, welchen Weg wir genommen hätten. Nee. Die bleibt zu, alles klar. Und hier sind wir ja hergekommen. Okay, dann wollen wir mal versuchen, mit Ada zu sprechen, oder? Gerne Maßnahme. Eine abgenutzte Keycard für den Eingangsaufzug der Helios. Was zur Hölle? Hey! Hey! Scheiße!